liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Fallout 4 und wir betreten jetzt das von Mutanten besetzte Memorial Hospital. Wow, was ist das? Ein Fleischsack, Da haben die Mutanten aber was Leckeres gebastelt. Hier ist ja noch so ein Fleischsack. Mal gucken, was da drin abgeht. Ich mach mal einen Schnellspeichervorgang. Ich glaube, wenn uns die Mutanten auf dem falschen Fuß erwischen, geschnetzelt. Okay, wir gucken auf den Pip-Boy. Lokale Karte. Okay, da ist noch nicht so viel zu erkennen. Sieht aber erstmal so aus, als wäre es nicht so groß. Von außen sah das Gebäude auch nicht so riesig aus. Leute, die haben überall diese Fleischsäcke hingehangen. Sind denn hier noch Mutanten? Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Ja, ich höre auf jeden Fall irgendwas grunzen. Oh, da hinten. Wow, Leute. Touchdown. Ja, das war ein Touchdown. Ja, was willst du da machen? Der war ja schon, der stand ja schon vor mir. Bis ich ihn gesehen habe. So, diesmal sind wir vorbereitet. Ein bisschen. Also von rechts kommt einer. Aber es gibt da noch irgendwo einen Selbstmörder. So, kommt her, Leute. Jemand da? Wo ist er denn? Was ist denn da los? Was ist das denn? Boah, Leute, wie geil ist das denn? Wie geil. Wer schießt denn da auf uns? Da hinten. Komm her. Kriegst eins ins Gesicht, Junge. Oh nein, Leute. Erwischt er uns mit einer Granate? Ich glaube es nicht. Es hat doch so gut geklappt. Ärgerlich. Ja, die sind schon eine Nummer härter hier, die Mutanten. Ich glaube, kein Let's Player stirbt. Kein Let's Player stirbt so oft wie ich. Boah, Leute. Immer wieder geil, ey. Mutantenhund, weg mit dir. Den haben wir auch erwischt. Der nächste ist weg. Hier sind auf jeden Fall noch welche. Schnell speichern. Cotsworth ist wieder dabei. Ach, da oben. Ah, daneben. Mal das Wetz benutzen. Oh. Im Ernst? Ich hatte doch 88% oder sowas. So, ich glaube, der kommt runter. Oh, da wirft schon wieder einer eine Granate. Beziehungsweise diesmal war es ein Molly. Oh, wo? Oh, Leute. Oh, ich brauche dringend Stimpaks. Stimpak. Boah, Leute. Boah, hier kommen aber jetzt einige. Also die Minimap, sag ich immer. Der Kompass, der glüht aber vom Feinsten.
Okay, ich muss noch was einwerfen. Inventar. Auf jeden Fall ziemlich viel Action hier, diese Folge. Wo sind denn meine... Genau, meine gegrillten Sachen. Esse ich jetzt erstmal. Wo ist der denn bitte? Ich sehe nur das Mündungsfeuer, aber ich sehe gar keinen. Oder... Ach, nee. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Oder bin ich blind? Ich sehe da nur so einen komischen... So einen komischen Lampenschirm oder sowas. Okay, sie kommen. Stimpak. Boah, Leute, Leute, Leute. Irgendwas gegrilltes am besten. Irgendwas, was keine Red gibt. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel dabei. Maulwurfshappen. Ich kann auch mal was gegen meine Radioaktivität tun. Ich bin schon wieder der Kopf verkrüppelt. Ich sehe nichts mehr. Muss ich leider ein Stimpak nehmen, wieder mal. Noch haben wir ja genug. Warum, ihr dummen Treffer. So, ich mache nochmal ein Schnellspeichern. So, kurz Word. Kurz Zeit zum Durchatmen. Ja, komm nur. Ich warte hier. Ah, doch, hier ist einiges Blut schon vergossen worden. So, ich sammle mal den ganzen Mist hier ein. Schon mal. Ich könnte mich auch erstmal eine Runde aufs Sofa setzen. Also, hier sind auf jeden Fall noch. Einige Mutanten am Start. Cotsworth, wo bist du? Ich will mit dir handeln. Mal gucken, ob ich irgendwas dabei habe, was steil abgeht. Institutsgewehr, okay, das war von den Androiden eben. Doppelläufige Schrotflinte. Ja, ich will denen eigentlich im Moment jetzt nicht zu nahe kommen. Impro-Pistole. Was ist das denn für ein Ding? Ach, eine Nahkampfwaffe. Cool. Und die Maschinenpistole. So, dann haben wir wieder jede Menge Kleidung. So, nochmal speichern.
Ich werde sowieso nochmal herkommen und alles plündern. So. Fleischsack. Bedrohliche Musik. Okay. Hier ist die Luft rein. Eine verschlossene Kiste. Ah, fängt ja gut an. Kann es ja eigentlich nur in der Mitte oben sein. Wenn beide Richtungen sofort zittern. Wie schön. Bisschen Munition. Knochen des linken Beins, was ist das denn? Gott, was ist hier passiert? Die Supermutanten. Oh, hier kommt sogar klares Wasser raus. Ohne radioaktive Verstrahlung, cool. Ist gemerkt, da kann ich für den Kampf, nach dem Kampf hier unten schön regenerieren, wenn nochmal Supermutanten kommen. Und die werden kommen, Leute. Die werden kommen. Ich höre schon was. Okay, hier sind nur Leichen. Ich mache nochmal einen Quick Save. Wir gehen in die obere Etage, in die mittlere Etage. Okay, es ist verschüttet. Wir gehen noch eine Etage höher. Blutkäferfleisch. Hier ist doch irgendwas, ich höre was. Gott, was ist hier passiert? Bah, was ist das denn? Okay, das ist eher ein Krankenhaus. Also nicht verwunderlich, dass hier... Ein bisschen alte Welt, was? Dass hier solche Instrumente. Hört ihr das? Ach, das sind die Tropfen hier, oder was? Das klingt so, als würde so eine Red-Kakerlake oder sowas da langlaufen. Mit Kakerlaken hätte ich jetzt kein Problem. Das mitnehmen. Das Inventar wird wahrscheinlich eh nicht reichen. Gott, hier ist ein Wachroboter. Den kann ich den aktivieren und eventuell zu meinem Vorteil nutzen? Ich mach mal einen Quick Save. Shed. Null Treffer. Where? Treffer. Protektorensteuerung. Standardprotektoren-Steuerinterface. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker, bla bla bla. Einheiten aktiv. Eine Einheit ist verbunden. Persönlichkeitsmodus auswählen zuerst mal. Standard Persönlichkeitsparameter. Rechtsvollzug. Ja, Rechtsvollzug wäre auf jeden Fall schön. Zumindest wenn das Ding erkennt, dass ich hier einer von den Guten bin. Zugriff auf Kapsel-Einheit wird initialisiert. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Okay, probieren wir das mal. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht an. Na? Weitergehen, Bürger. Okay, er kennt schon mal, dass wir nicht die Bösen sind. Keine Ahnung, ob er mir eine Hilfe ist. Aber er ist zumindest mal nicht böse.
das Buch. Was ist hier? Tür des OP-Saals. Ist abgeschlossen. Gehen wir gleich mal rein. Lass mal gucken, was hier ist. Okay, hier kamen eben die ganzen Mutanten raus. Ein Oberschenkel kann ich ihm abnehmen. Was will ich denn damit? Kann ich den etwa kochen und essen? Will ich gar nicht. Gott, die Station ist auf jeden Fall doch größer, als ich dachte. Es gibt so viel zu sehen. Hacken können wir auch wieder. Searching. Ein Treffer. Seclusion kann es nicht sein. Deserts. Deserts. Könnte es sein. Hat auch nur einen Treffer. Es ist also wahrscheinlich etwas mit E in, als zweiten Buchstaben. Also wahrscheinlich Releasing oder Destroyed. Releasing? Nee, Releasing kann es ja nicht sein. Destroyed? Könnte es sein. Ich probiere es mal. Bin drin. Jawohl. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Haben wir die Tür geöffnet, Leute? Das sind bestimmt wieder ein paar coole Sachen, die wir plündern können. Gemütliches Kissen. Oh, das nehmen wir noch mit. Was haben wir hier noch? Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Mhm. Zahnpasta. Okay, die Ausbeute war jetzt okay, aber ich hatte auf was Besseres gehofft, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal schnell einen Quicksave. Ja, ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich so viele Quicksaves mache. Aber ich muss zugeben, dass ich ein bisschen schissig bin hier mit den Supermutanten. Es gibt uns jede Menge Glas. Glas ist gut, das brauchen wir. Das Geräusch da. Boah, das okay. Ja, ich glaube, wir werden mehr als verfolgt. Hat es direkt hinter sich. Ja, kommt nur, kommt nur. Nochmal schnell speichern. Hey, verschwunden! Nicht fair! Ja, ich geb dir gleich verschwunden. Da lief er. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Haben Leckerli für dich. Ich esse nochmal schnell was. Oh, was happen? Boah, jetzt geht's ab, Leute. Oh, den ersten haben wir fast. Und Treffer. So, den zweiten holen wir uns auch direkt. Huch. Cotsworth macht hier Kamikaze-Angriff. Haut auf jeden Fall gut rein, das Gewehr hat aber eine echt lange Nachladezeit. Okay, was haben wir? Ich werde das sowieso alles nochmal genau hier hoch. Nochmal alles genau durchsuchen. Wie gesagt, sowas mache ich dann immer off-cam. Ich denke mal, ich halte mich hier schon lang genug aus, auf. Ihr verpasst ja nichts. So, noch ein Schloss, was wir knacken können. Wackelt. Ja,
Ah, das war's schon fast. Nee. Jawohl. Geschafft. So ein kleines Schloss hält sie nicht auf, oder? Hey. Kannst du noch ein bisschen was tragen, Cotsworth? Hier, mein Hab und Gut. So ein bisschen was wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, Präzisionsscharfschützengewehr mit 64 Schaden. Nice, Leute. Wie viel macht denn unser jetziges? Ich benutze im Moment hier das Scharfschützengewehr mit 55 Schaden nur. Geil. Und das ist bestimmt noch nicht getuned. Da kann ich bestimmt noch ein bisschen was machen an der Werkbank. Okay. Cotsworth kann nicht mehr viel tragen. Jetzt ist er vollständig voll. So, machen wir mal das Licht an. Der Nachteil von dem Licht ist, dass man dann nicht mehr so gut schleichen kann. Huch. Ich dachte, ich kann das einsammeln. Verlassen würde ich es gern. Danke. So, hier haben wir noch jede Menge Zeug. Hier geht's nicht weiter. Oh nein, nein. Wollte ich eigentlich noch nicht runter. Was ist das hier? Ich glaube aber... Okay, wir können nicht mehr tragen. Ich muss was wegschmeißen. Ich glaube, wir haben es inzwischen gesäubert hier, würde ich sagen. Ich glaube, viel kommt nicht mehr. Wir haben fast alles getötet. Was kann ich denn wegwerfen? Eine Waffe. Hier das Impro-Gewehr. Ich hoffe, dass die Leichen noch eine Weile da sind. Dass ich das alles in Ruhe noch plündern kann. Oh nein, das Telefon. Oder wartet mal, Leute. Hier in den Schrank. Ich tue das alles hier in den... Also nicht alles, aber so ein paar Sachen. Stecke ich hier in den Schrank. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock hier bei dem ganzen Kram nachzugucken, wo jetzt hier den ganzen Schrott, den könnte ich theoretisch da rein. Hier, das hat ziemlich viel Gewicht. Boah, die medizinischen Spender, die haben ziemlich viel Gewicht. Ich hoffe, dass es noch da ist dann. Und ja. Ach, ist das Cotsworth, oder? Ja. Mein Gott, der erschreckt mich immer. Die Sachen, die wiegen nicht viel, die kann ich mitnehmen. Das lasse ich alles erstmal da, wo es ist. Da verschwindet das auf jeden Fall auch nicht. Das plündere ich alles später. So, kurz, was machst du hier? Bist du am Fernsehen oder was? Ich brauche dich noch. Wow. Fahrstuhlschacht. Der funktioniert wahrscheinlich eh nicht mehr, der Fahrstuhl. Okay, hier war noch eine Tür. Die will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich speichere nochmal. Ist hier der Boss-Mutant? Oder haben wir den schon gekillt? Woher haben wir denn den Schlüssel? Ich hab's leider nicht so ganz auf dem Schirm. Wake Master Wecker. Cool. OP-Terminal. Mal gucken, was hier so drin steht. OP-Beleuchtung kann ich ausmachen. OP-Musik. Und die Türenfernsteuerung. Okay, dann machen wir mal die OP-Beleuchtung aus. Was ist das? Ah, die sehen jetzt nichts mehr.
Heute kein Kampf. Auf jeden Fall läuft hier jemand rum. Unter uns. Mal gucken, was hier hinter ist. Oh, die Haarklammer bricht natürlich sofort. Okay, ein bisschen höher. So. Jawohl. Ja. Was? Wer das ist? Boah, Leute. Was für ein fieser Hund. Supermutantenbiest. Ja, das sieht man. Im Nahkampf mache ich kaum Schaden. Ich muss noch was fressen. Was haben wir denn noch? Irgendwas ohne Red. Die Köterkeulen können wir nehmen. Boah, der hält was aus. Okay. Ein schöner Abend. Oh Gott. Stimpak. Kann ich die Waffe von hier wechseln? Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wo meine Waffen sind. Welches Gewehr hätte ich dann gerne? Das hier. Gott, das hat so eine mega schlechte Schussfrequenz. Leute. Nudelschale rein damit. Das hat alles ziemlich viel Strahlung. Will ich eigentlich ungern essen. Wir sind gerade so schön unverstrahlt. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Sachen wieder aus dem Lager holen. Ich habe nämlich viele, viele Sachen zu Hause eingelagert. Zwei Jahre zum Nachladen, die Waffe. So, einen habe ich. Ich dein Fleischfresser, Mensch. Ich habe hier eine. Okay, den haben wir. Und einer ist noch unter uns. Hier sind ganz tolle Sachen. Blöder kleiner Mann. Hinter uns ist auf jeden Fall noch einer. Okay, hier ist jede Menge Wasser, was ich trinken kann. Komm, Junge, trink. Es hört sich so an, als würde der direkt vor mir stehen übers Headset. Der ist aber unter uns. Okay, den Kram, den plündern wir später. Das hole ich alles so nochmal ab. Gott. Ein Raider.
So, den einen Mutanten will ich noch killen. Was? Wer da sein? Wohl nichts gewesen. Na doch, hier ist was, Junge. Hier ist dein Tod. Nur die Frage, in welchem Stock der steckt. Okay, Leute, ich finde ihn gerade nicht. Ich werde hier einen Cut machen. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, Leute. Ciao, ciao, euer Silent.